willkommen auf Van Americana. Ich bin der Jens und fahre im Oski. Heute ist der 25. Januar und es wird wieder mal Zeit zu campen. Wetter ist gut. Thermometer sagt 0 Grad. Bestes Campingwetter. Heute bin ich nicht alleine unterwegs, sondern treffe mich jetzt gleich hier in Chur mit dem Kai. Und dann machen wir die Berge unsicher, versprochen. Ja, da steht ein weißer Globe Car. Ich glaube, das passt. War eben gar nicht der Kai. Somit kann ich jetzt da bedenkenlos noch den Tank auffüllen, wenn ich frieren heute Nacht. So, wer ist wieder mal zu spät? Der Kai. Ja, Jens. Grüß dich. Hallo Kai. Hallo. Und Entschuldigung für die Verspätung. Ja, hallo Kai. Grüß dich. Servus. Schön, dich wieder zu sehen. Ja, schön, ebenfalls von meiner Seite. Das ist Silvio, neuer Reiseteilnehmer. Schon ein paar Mal getroffen, schon ein paar Mal geredet. Ihr werdet noch mehr von ihm sehen die nächsten Tage. Und den kennt er schon. Und der dahinter auch. Nachdem wir drei uns jetzt mal abgesprochen haben und überhaupt mal kennengelernt haben, geht's jetzt los. Wir fahren über die Lenzer Heide ins Albulatal. Und dort schauen wir dann mal, ob wir ein schönes Plätzchen finden. Ja, den Weg, den kennt ihr. Ist die gleiche Strecke wie nach Tschirtschen, nur dass wir dann nicht nach Tschirtschen abbiegen, sondern Richtung Lenzer Heide hochfahren. Da bin ich jetzt mit dem Oski noch nie gewesen. Ist auch eine ganz schöne Gegend. Ganz schön Verkehr hier hoch, aber es ist natürlich Freitag. Viele haben sich vielleicht schon freigenommen und sind da auf dem Weg ins Wintersportgebiet. Das hier ist die Passhöhe. Knapp 1600 Meter sind wir jetzt über Meer. Und jetzt fällt die Straße wieder leicht ab. Resort Valbella, das gehört zu Lenzer Heide dazu. Lenzer Heide, Valbella, für mich einer der schöneren Ferienorte. Lage ist schön, hat hier auch einen See, der ist natürlich jetzt zugefroren dort vorne rechts.
verschiedenste Skigebiete, Schlittenbahnen, Langlaufloipen. Es hat hier wirklich alles, was es braucht. Und ich finde eigentlich den Ort auch noch zumindest teilweise recht nett. Und hier am Heidsee zeigt das Thermometer minus 8 Grad. So langsam wird es frisch. Trotzdem die Sonne, die scheint so stark in das Auto rein, dass man hier schon fast warm hat. Der Wald hier rechts, das ist der sogenannte Eichhörnli-Wald. Schöner Name. Und hier findet immer in der Weihnachtszeit ein Lichtskulpturenfestival statt. Also der Wald wird mit verschiedenen Lichtskulpturen ausgestattet. Die Bäume werden etwas angestrahlt. Und dann gibt es noch so ein kleines Adventsdörfli mit Verpflegungs- und Handarbeitsständen und noch jeden Abend ein Konzert. Nennt sich dann Zauberwald. Immer in der Vorweihnachtszeit bis, glaube ich, 30. Dezember ist das. Und das ist auch immer sehr sehenswert. Und hier das Ortszentrum von Lenzerheide selbst. Leider für uns Freisteher ist der Ort hier nicht so ganz ideal. Es gibt auf dem ganzen Gemeindegebiet ein Campingverbot. Aber es hat einen Campingplatz. Es hat sogar mehrere Campingplätze hier oben. Und die sind im Winter, meine ich, auch geöffnet. Und schon durch Lenzerheide. Seht ihr jetzt dort hinten wieder ein paar ganz schöne Berge. Das sind dann schon die Berge vom Julia-Gebiet, Oberhalbstein, Savonin. War ich auch schon, ziemlich genau letztes Jahr um diese Zeit, auf der Engadin-Tour. Hier zwischen Lenzerheide und Lenz ist Langlauf angesagt. Hier gibt es also keine großartigen Alpin-Skilifte mehr, dafür umso schönere Loipen. Rechts geht es Richtung Juliapass, fahren wir jetzt aber nicht. Wir fahren jetzt mal Richtung Albula-Pass. Der ist zwar im Winter gesperrt, aber wir machen jetzt hier mal ein bisschen Erkundung im Albula-Tal. Ja, hier unten ist so eine richtige Winterwunderwelt. Die Bäume sind alle mit Reif versehen. Ist auch noch drauf geblieben, da wo die Sonne nicht hinkommt, ist es richtig tiefster Winter. Und das Thermometer sagt minus 8. Jetzt um 3:30. War schon frisch. Das war ein kleines, nettes Dorf, praktisch ohne Tourismus. Und hier gibt es was, was uns interessiert, nämlich einen schönen großen Parkplatz. Den schauen wir uns jetzt mal an.
schön frisch hier. Hier in Surava hat es eine sogenannte Skate Line, einen Weg, den man mit Schlittschuhen befahren kann. Der ist ein paar Kilometer lang. Wer das kann, der hat da sicher Freude dran. Ich kann es leider nicht. So, die anderen sind auch eingetrudelt in Surava. Bibber, bibber. So, jetzt gehen wir mal raus und verschaffen uns einen Plan. Ob der Jens hier schon an der Endstation ist oder ob das noch weitergeht. Nach der kurzen Platzbegehung hier in Surava. Der Platz würde akzeptiert von den beiden anderen. Zur Not ist halt sozusagen mitten im Dorf. Und wir fahren jetzt mal weiter Richtung Filisur. Und dort wartet jetzt noch was ganz Spezielles, Schönes auf euch und auf uns. Nächster Ort, Alvanoi Bad. Durch Alvanoi selbst sind wir schon mal durchgefahren. Den Weg von Jenisberg runter. Und hier unten der Ortsteil, der heißt eben Alvanoi Bad. Aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt hier rechts ein Bad. Thermalbad, klein, aber fein, würde ich es bezeichnen. Und dort hinten seht ihr die wahrscheinlich bekannteste Eisenbahnbrücke. Zumindest der Schweiz, vielleicht auch Europas, keine Ahnung. Das ist der Landwasserviadukt. Ich glaube, es wird Zeit, dass mal die Drohne zum Einsatz kommt. Also was ich schon lang mal machen wollte mit der Drohne, ist die Brücke hinter mir filmen. Das ist der Landwasserviadukt, hatte ich euch ja vorhin schon drüber erzählt. Eine der bekanntesten Brücken von der Schweiz und von Europa vielleicht auch. Und auch weltweit kennt man die Steinbogenbrücke. Schön gebogen, sehr elegant und frisch renoviert ist sie auch.
Ich werde hier bombardiert mit Schneebällen, die sich aber in diesem eiskalten Schnee fast nicht machen lassen. Und jemand hat jetzt kalte Finger. Wo ist er? Da, der hat kalte Finger. Kalt? Weißt du, was ich in Finnland gemacht habe nach der Sauna? Aber splitterfasernackt. Eine letzte Aufnahme hier vom Viadukt heute Abend. Schön, gell? Und jetzt schauen wir, dass wir den Viadukt nochmal aus einer anderen Perspektive kriegen. Zwar nicht mit der Drohne, aber auch mit der klassischen Landwasser-Viadukt-Ansicht einfangen. Also, er ist faul. Der will wirklich nicht wandern. Das ist so. Das ist Realität. Lauffaul nennt man das. Ich spekuliere gerade auf was anderes, dass mein Handy-Akku so weit geladen ist, dass ich vielleicht doch noch kurz die Drohne hochschießen kann. Das ist natürlich auch keine schlechte Idee. Kai, machst du das mit der Drohne? Ich bin verlegen, um nicht laufen zu müssen. Okay. Und wir zwei watscheln noch schnell da hoch und machen terrestrische Drohnenaufnahmen. Ja, das kennen wir ja von dir. Genau. Ein Zug auf dem Weg zum Viadukt. Ganz knapp verpasst auf dem Viadukt. Das Gute ist, es kommt noch ein Zug und wir haben jetzt das hier. Der Schnellzug von St. Moritz nach Chur. Und der fährt jetzt über den Landwasserviadukt. Was man hier vom Landwasserviadukt, besser gesagt von der Aussichtsplattform hier auch sieht, ist jenes Berg. Da ist jenes Berg. Und da haben wir, genau über meinen Finger, haben wir damals übernachtet im September letzten Jahres. Das Schöne ist ja auch im Winter, wenn man sich bewegt in der Natur, ist es auf einmal gar nicht mehr kalt. Um nicht zu sagen, dort hoch eben zu dieser Aussichtsplattform, da wird es einem sogar richtig warm. So, jetzt wird es langsam dunkel. Ihr merkt es vielleicht an diesen verrauschten Bildern. Und wir gehen jetzt dann doch mal wieder zurück in die Autos. Und dann schauen wir mal, dass wir da was reinkriegen. Ganz eine schöne Lichtstimmung hier an der Landwasser. Das ist der Bach da unten, der heißt Landwasser.